70 Jahre nach Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention sieht die Welt leider nicht so aus, wie man sich das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der großen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs vorgestellt hat. Die Welt ist in einem ganz schlimmen Zustand und die multiplen Krisen, kriegerische Konflikte, ungerechte Weltwirtschaftsordnung führen zu großen Fluchtbewegungen auf der ganzen Welt, weswegen es von unglaublich wichtiger Bedeutung ist, dass es Flüchtlingskonventionen gibt, die zumindest für einen Teil der Geflüchteten bestimmte Rechte festschreibt. Klar ist aber auch, dass diese Flüchtlingskonvention natürlich weiter fortgeschrieben werden muss. Warum das so wichtig ist, zeigen unter anderem die letzten Jahre, wo wir eine Weltwirtschaftskrise und dann Klimakrise und jetzt die pandemische Krise erleben. Bei allen diesen Krisen ist klar, es gibt nur die Möglichkeit, dass wir als Weltgemeinschaft, als globale, solidarische Weltgemeinschaft handeln oder aber man bleibt im nationalen Wohlstandschauvinismus stecken und kriegt dann, wenn nicht in dieser Generation, aber dann in der nächsten Generation die Quittung vorgehalten. Ja. Und daher ist es wichtig, an dem Prinzip festzuhalten, dass alle Menschenrechte für alle Menschen überall gelten müssen und zwar eben auch für Menschen, die man als Belastung empfindet, die man als unliebsam empfindet, die zumindest Teile auch der Bevölkerung so empfinden. Und genau für diese Menschen gelten diese Schutzstandards. Und deswegen ist die Flüchtlingskonvention ein wichtiger Bestandteil der globalen Rechtsordnung, aber einer, der eben an dem immer weiter gearbeitet und fortgeschrieben werden muss. Und vielleicht sind ja die 70 Jahre jetzt auch der Anlass, das Gedenken an die 70 Jahre der Anlass, um das umzusetzen.